Gegen den kann man halt legit nichts machen, der Scheißwaffe. Jetzt bin ich tot, weil er jetzt von hier kommt. Oh mein Gott, get fucking destroyed, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ohohoho. Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, aber dieses Video angezeigt bekommst, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Leute, heute gibt es ein richtig nices Live-Video und zwar mit meiner neuen Lieblingswaffe. Und zwar ist es nicht mehr die Titan, sondern die GKS. Aber es haben sich sehr viele gewünscht, dass ich das Titan-Gameplay doch noch hochlade. Das wird dann morgen kommen. Also morgen wird mein bestes Non-Lethal-Gameplay meines gesamten Lebens kommen, Freunde. Das wird auf jeden Fall zu nice. Aber die GKS ist auch eine nice Waffe. Ist auf jeden Fall meine neue Lieblings-MP. Und die Waffe gefällt mir einfach ultra gut. Ihr seht meine ersten Eindrücke, meine ersten Runden mit dieser Waffe und wie sie mir dort gefallen hat. Es sind auch ein paar richtig nice Szenen dabei. Ich würde sagen, labern wir gar nicht so lange rum, sondern viel Spaß beim Video. Let's go. Seaside Domination. Ich spiele jetzt mal eine Runde MP. Es kam heute schon wieder nichts, ne? Das ist so ratte. Kam halt ein Game-Update irgendwie. Das Einzige, was sie geändert haben, ist der vorgestellte Modus gefehlt. Digga, die choken halt wieder komplett, ne? Die sind immer noch nicht auf Epic Games-Niveau, was das angeht. Ich verstehe auch nicht, warum so. Warum die das nicht machen? Verlangt ja niemand. Wir können wenigstens jede Woche mal irgendwie ein nice Update machen. Und es muss ja nichts Großes sein. Alleine mal die Waffenpatches würden schon so viel bringen. Genau der im ersten Prestige im Gegnerteam hatten jetzt einen Sniper-Heli und der holt mich. Ich habe 56 zu 11 und der Gegner hat einen Sniper-Heli. Boah, die GKS hat ja wirklich eine kranke Range, Digga. Ja, die hat, ich glaube, generell brauchst du immer 6 Schuss, was halt schlecht ist in der MP für die Feuerrate. Aber die höchste Range, die sie hat, also across the map, tötest du mit 7 Schuss. Man kann nicht so ein Pech haben. Die Range, die womit du halt challenge, keine Ahnung, 100 Meter oder so, hat die eine 7 Schuss Range. Ja, Igor, dann hätte aber COD auch sagen können, wir sind jetzt diesmal eine Beta, ganz ehrlich. Das ist ja keine Ausrede, dass sie es dann jetzt nicht machen. Ich muss sagen, Spaßfaktor ist bisher da mit der Waffe. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja. Hallo? Hallo? Hallo. Was geht ab, Jungs? Der abendliche Besuch von Timo ist wieder am Start, Freunde. Warte mal, ich bin gerade so am Schwitzen. Oh mein Gott, Digga. Oh nicht. Nein, Teammate, du! Hey, Timo, hast du die neue Playlist gesehen? Hier gerade ist online, also ich lädt gerade. Wir bezocken halt wahrscheinlich alle solo, weil es ist so eine Solo-Stellung-Herrschafts-Playlist, wo halt fast nur Noobs unterwegs sind. Okay. Die wird dir auf jeden Fall auch richtig gefallen, glaub mir, da kannst du richtig abgehen. Feiern ist aktiv. Ja, komplett. Danke, dass du das Buch gepostet hast, Digga. Vielen Dank, Mann. Ich hab mir gedacht, so auf Ehrenmann-Basis bestelle ich mir das mal. Normalerweise müsstest du so einen Kassenbon daneben halten. Oh mein Gott, die Waffe ist die beste Waffe im Spiel, Felix, Mann. Ich schwöre, die macht so Spaß. Ich mache heute einen GKS. Ich finde die GKS auch mega krass. Das habe ich schon am Anfang, hatte ich ein krass Gameplay mit der, da habe ich halt mit Marcy über die Waffe diskutiert und Marcy meinte halt, für ihn macht die GKS zu wenig Schaden. Ja, die GKS, so an sich ist die GKS auch keine gute Waffe im 1 gegen 1, ähnlich wie ICR Titan. ICR ist besser im 1 gegen 1, keine Ahnung, die Saug ist auch besser im 1 gegen 1, aber für Public bockt die GKS schon, vor allem, weil sie extended hat und so hohe Range. Hat die auch Extended 2 oder nur normal? Nur normal, aber es reicht ja, die hat einen 56 Schuss oder so. Dieses Emergency Capture Moshpit, ne? Ja, ja, genau. Okay. Oh, was war das? Digga, was ist hier gerade los? Ich hab Strike Team. Was ich liebe, manche Noobs packen sich locker das Strike-Team ein und versuchen es irgendwann zu erreichen. Ich habe es gerade just von einem Mal meine erste Runde drin und ich erreiche sofort. Ich mache jetzt die Billig-Nuke, habe ich mir überlegt, Freunde. Die Hartz-IV-Nuke nennt man sie auch. Ich wusste es. Ich muss diese Halbzeit nämlich unbedingt überleben bis zum Ende. Wenn man Strike-Team mal kurz fragt, was heißt dieses Strike-Team senden mit Viereck? Was macht man dann? Das würde ich immer drücken, weil dann gehen die von dir weg, weil sonst, sonst halten die sich halt näher bei dir, weißt du? Ah, das ist so von Patrouillenmodus in Escortenmodus, ja, andersrum. Ja, okay, verstehe. Das gab's schon früher bei ein paar Streaks. RCXD on mission. Marcel, ich spiele jetzt ICR. Warte mal, kurz. Also haut rein, später vielleicht. Später. Mein Strike Team macht gar nichts.
Locker die schlechteste Streak der Erde. Guck mal Leute, da steht man auf 20er. Ich guck gleich mal die Situation an. Sorry, aber das ist lächerlich, wirklich. Das geht gar nicht. Ich mein's ernst. Und das Strike-Team ist ja die schlechteste Streak der Welt, Digga. Der hat 3 Kills gemacht. Wie geht denn das? Ich mein's jetzt mal ernst, Leute. Ich dachte, ich hätte die Easy-Nuke, Digga. Stattdessen stirbt man halt so durch den Typen, der mit der ICR so auf einen zurutscht und einem dann einen Headshot gibt, Alter. Das ist halt... Mann, ich dachte, ich war jetzt die Nuke, man. Im ersten Versuch mit der GKS hätte ich so getan, als ob es das einfachste der Welt wäre, mit anderen Waffen eine Nuke zu machen mit Strike-Team. Ich glaube, Felix ist gerade auf Streak, Leute. Der redet ganz massiv wenig. Ja, ich suche gerade Lobby. Ich wusste nicht, was ich da hinzufügen soll. Ja. Alter, ich habe wirklich gerade den Spaß meines Lebens mit dieser Waffe, ne? Ich mein's ernst. Galaxies Geheimtipps hier. Ich habe den Fluch noch komplett drin. Das war wieder so eine Situation, wo man den Fluch einfach merkt. Man kann da nicht an einem Headshot sterben. Das geht nicht. Felix, guck mal, ich gebe ihm. Ich weiß, wo er ist, ne? Ich hab's gesehen. Achso, hast gesehen, ja, wie er auf mich zugerutscht ist und mir den Headshot gegeben hat? Das ist halt so krass. Du kannst es halt nicht ändern dann. Ja. Seit Unlucky, da ist halt die ICR besser als die GKS. Von der Time to Kill her, glaube ich zumindest. Mit meinen Call of Duty-Analysen würde ich das sagen. Ja. Ist nicht dein Ernst. Guck mal, was er nimmt, Digga! Das macht keinen Sinn! Und er hat eine Burst-Waffe, das geht gar nicht. Ich glaube, das Strike-Team ist bei mir jetzt raus, Freunde. Ich wollte es einmal ausprobieren. Fazit, ist eine richtig beschissene Streak. Dafür habe ich jetzt 1100 Punkte erspielt, Alter. Mhm. Also, was hat 1100 Punkte kostet? Ich weiß nicht, wie viel es kostet. Was ist denn hier los, Digga? Ich glaube, du bist so tot, Digga. Nein, natürlich hast du das, Digga, du Ekel. Ekelpaket-Hammer. Echt nur 1350, das ist echt wenig. Das nehme ich jetzt mit, obwohl ich keine HP habe. Ich kann mich immer noch nicht heilen, Leute. Immer noch nicht? Ja, aber klar. Weil der sich nicht wehrt. Hör auf, hör auf! Mein Gott, ja, und dann kommt ein Asika. So, Leute, das meine ich. Genau solche Situationen sind einfach für mich Black Ops 4 zurzeit noch. Da wäre ich in BO2 niemals gestorben, aber ich muss sagen, die GKS, alter Laxometer. Klingel ausmachen ist für mich das geilste Gefühl der Welt, wirklich. Seine Klingel zu Hause abschalten, da weiß man, hat man komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich weiß noch, alter Felix, ich bin in Urlaub gefahren mit Sonny neulich, ne? Und dann hat es einfach um 4 Uhr nachts, einfach als wir also ins Bett gegangen sind, hat es einfach an der Tür geklingelt, so, Digga. Das war so gruselig, Mann. War halt keiner da, wir haben Video gegen Sprechanlage. Gegen den kann man halt legit nichts machen, der Scheißwaffe. Jetzt bin ich tot, weil er jetzt von hier kommt. Oh mein Gott, get fucking destroyed, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ohohoho. Ich werde absolut sterben, weil die 35 Schuss nicht reichen für alle Gegner, die da jetzt kommen. Also Leute, Stiftung Waffentest sagt an dieser Stelle, Mashallah. Schafft man diesen Sprung? Nein, schafft man nicht. Na, ich werde sterben. Oh, die Halter hat mich gerettet. Okay, ich hol mal kurz mein Ladekabel, Freunde. Bis gleich. Der denkt sich auch, was ist gerade passiert. Spawn kriegt direkt einen Tomahawk in den Rücken nach einer Sekunde. Tomahawk. Weil in der Klasse war noch ein Platz frei und da wollte ich einfach irgendwas Randommäßiges reintun. Ich wollte mich nicht an Rotpunkt gewöhnen. Digga, wo kommen die Tryhards jetzt her? Das war die beste Lobby aller Zeiten. Alle Noobs sind bei mir im Team. Natürlich hat einer im Team wieder 22 cm. Ja, Freunde, das sieht nicht gut aus. Naja, klar. Man kann halt nicht so losrennen. Mein Gott. Ja, natürlich. Er ist besser als ich. Das wäre so lecker gewesen.
muss sagen, die GKS ist auf jeden Fall jetzt direkt meine zweite Lieblingswaffe geworden. Ach, hinter mir. Digga, Control ist der schlechteste Modus. Wirklich. Noch nie so eine langweilige Scheiße gespielt. Scheiß auf die Lobby, Alter. Ja, Leute, ihr habt alles wieder perfekt zugestellt. Gut, dass du wieder herkommst. Richtig Eier, Digga. Freut mich. Danke, Mann. Alter.